Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute den Clown. Und ich nutze die Perks. Niemand entrinnt dem Tod. Verwirrung, Ruin und Barbecue und Chili. Und dort hinten sehe ich doch schon den ersten. Das ist dein Bill. So, Bill, Mr. Taschenlampe. Ist hier eine Palette? Nein. Dann bekommst du jetzt einen auf den Rücken. Und ab hinterher, er geht ins Haus. Und hinten rum, aber hier hinten sind, glaube ich, keine Paletten, Bill. So, und da liegst du. So, ich schaue auf das Auto, da kann mich hoffentlich keiner blenden. Nein. Und es geht ab in den Keller. Ab in den Keller, Bill. Oh, ich sehe gerade, wir haben gar keine Obsession im Spiel. Das heißt, kein Entscheidungsschlag. Das heißt, geglättete Nerven. So, neue Flashline gemixt. Zack. Hier war jemand. Hier läuft hier hinten lang. Da, Nia. Hallo, Nia. Fenster zu. Und da ist jemand tatsächlich in den Keller gelaufen. Oh nein, Bill. Ach, geliehene Zeit, okay. Jetzt hinten sehe ich noch jemanden laufen. Und du bekommst einen auf den Rücken. Hab ich dich. Ohohoho. Spicy. Okay, und der andere Bill liegt auch schon wieder. Ich habe ihn aber jetzt nicht getunnelt oder gejagt, ne? Er ist mir halt in die Arme gelaufen, da gebe ich ihm natürlich einen Klaps auf den Rücken mit. Er hätte wahrscheinlich am besten wäre es für ihn gewesen, er wäre durch das eine Fenster gelaufen, aber ist mir ja direkt in die Arme gelaufen. Ein bisschen blöd in dem Moment von der Nia, dass sie mich da direkt um dieses Gebiet rum hat jagen lassen. Also, dass sie nicht weggelaufen ist. Okay, hier sitzt niemand. Da wurde gerettet, da gehe ich gleich nochmal wieder hin. Spuren am Baum, die gehen nach hinten, denke ich. Hier hinten lang. Komm, Mac. Okay. Da läuft die Mac. Das war doch mal ein schöner Wurf. Und du lickst, Mac. So, ich weiß, dass ein Bild eine Taschenlampe hatte. Darum schaue ich hier jetzt den Baum an. Keine Blendung für euch. Oh, der Haken ist auf der anderen Seite von der Schrottwand. Aber ich komme ran. Und ab an den Haken. So, hier wurde auch schon gearbeitet. Der ist schon recht... Ah, nee, der ist nicht mal recht weit. Okay, das war's mit Ruin. Na, wenigstens hat's ein bisschen gehalten. Die haben noch keinen Generator bis jetzt gemacht. Und ich habe schon 3 Leute aufhängen können. Ich glaube, das ist, ja, eine ganz gute Bilanz. Das wäre theoretisch ein Kill. Naja. Okay, der geht noch zurück. Der war ja vorhin sehr weit. Da wurde wieder gerettet und da sehe ich schon wieder die rote Nia. Einmal. Gut, Nia, dann hole ich mir halt dich. Und durch das Fenster. Ha, das hat noch getroffen.
So, ich brauche neue Flashlein. Nia, was machst du denn mit der Tat hier? So, dich hängen wir auch an Haken. Damit haben wir jetzt alle vier einmal... Bill, ist das dein Ernst? Das war aber wirklich sehr ehrgeizig. Damit haben wir jetzt alle einmal am Haken. Das heißt, 4 Stacks Barbecue. In anderen Worten, viele Punkte. Aber gut, ich habe es nur auf 1, da gibt es nicht ganz so viele Punkte, aber... Naja, immerhin ein paar. So, Palette weg. Okay, er ist umgekehrt. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Ich kann ihn doch jetzt nicht wieder und wieder verloren haben. Na gut, sein Ablenkungsmanöver ist anscheinend geglückt. Gut, wahrscheinlich sind die Überlebenden dort bei dem Generator. Denn Überlebende sind bekanntlich faul und gehen immer zum nächsten Generator. Das heißt, wenn man jemanden aufhängt und ein Generator in der Nähe ist, dann kann man sich eigentlich... denken, dass dort schon jemand dran sitzt. Aber man muss den Überlebenden auch finden. Und ja, das fällt mir gerade ein bisschen schwieriger. Es könnte daran liegen, dass die Überlebenden deutlich verdickten Nebelschleier mitgebracht haben. Und ich deshalb irgendwie gerade Tomaten auf dem Auge habe. Aber hier ist doch nochmal eine Spur. Das ist doch eine schöne Spur. Und dort vorne war die Nia. Da. So, Weiber gefunden. Einmal. Du rennst jetzt wirklich noch in den Nebel rein? So, hier hinten hat man schon geschaut, hier hinten war keine Palette. Und du bekommst das... Oh, ho, ho, damit hatte ich... Das hatte ich vergessen. Fenster versperrt. Und hier links von mir ist eine Palette. Was machst du? Du siehst doch, dass ich drumherum laufe. Aber sie dachte, ich täusche nur an und komme dann von der anderen Seite. Hab ich aber nicht. So, ich könnte sie jetzt in den Keller hängen. Ich hänge sie aber lieber hier hin. Das macht mich mobiler. Ich muss immer nicht erst aus dem Keller rauslaufen und gibt mir ein bisschen mehr Zeit, jetzt Überlebende zu jagen. So, neues Gift gemischt. Okay, ich sehe jetzt hier nicht unbedingt drei Generatoren, die perfekt beieinander liegen. Bei der, der und... Hier wurde auch schon dran gearbeitet. Dort hinten kriegt jemand wirklich die Skillchecks überhaupt nicht hin. Er ist aber wenigstens schlau genug und versteckt sich, wenn er Herzklopfen hört. Immerhin das. So, hier sehe ich niemanden. Hier hat jemand dran gearbeitet. Okay, Nia wurde gerettet. Ich gehe jetzt einfach mal Richtung Keller. Okay, sie wurde auch schon geheilt. Da ist Bill. Nicht so schnell, Bill, mit der Taschenlampe. Da läufst du. So, das Gute ist halt, dass wir noch niemanden drin dem Tod haben, wenn die Überlebenden jetzt hier zu flink werden. Fenster zu. So, Bill, und jetzt? Ach nee, die Palette gibt's ja immer noch. Okay, ich war mir da gerade zu siegessicher. Dort läuft er. Ah!
Hab ich dich. So, du hängst jetzt, glaube ich, zum... Oh, oh, ich höre Schritte. Okay, was macht ihr denn? Der hängt da erst zum zweiten Mal. Alter. Leute. So. Neues Gift. So, das Fenster ist versperrt. Okay, der Generator dort wurde nicht angefasst. Ich weiß, Bill, das ist ein bisschen campy gerade, aber ich muss die Generatoren abschätzen. Okay, da war ein Haken, ne? Wurde hier sabotiert? Und ich sehe keine Rennsporen. Hier war aber also jemand. Das kann aber auch heißen, dass jemand vielleicht in den Schrank gesprungen ist. Nein. Ich dachte, ich würde atmen hören. Habe ich aber nicht gehört. So, hier lang. Und dann verwischt sich die Spur. Oh, das sieht aus, als müssten wir wirklich am Ende auf No Edge spielen. Okay, der ist nicht angefasst. Diese Trinne ist ganz gut, denke ich, zu halten, weil sie dafür erstmal reingehen müssen. Ach, da ist die Mac. Hallo, Mac. Habe ich dich einmal? So, Mac, und wo gehst du jetzt lang? Oh, der Generator ist so gut wie fertig. Hallo, meine Freunde. Ihr habt euch gerade dazu bereit erklärt zu sterben. Hallo. So, die hänge ich schnell in den Keller, dann hole ich mir den Bill. Ich glaube nicht, dass sie jetzt sofort retten werden. Und ab an den Haken. Schön, wie sie den Generator machen, dann komme ich durchs Tor. Bam, no head, bam, no head. Arme Überlebende. Okay, dort hinten ist der andere Bill. Ich glaube, der wird das schaffen. So. Der hängt. Ah, na toll. Okay, aber das schaffe ich. Denn ich habe Noed. Liberter Freund. Und Kupferstecher. Wie es mir gerade den Hals rettet. Köstlich. So, und der ist tot. Der andere ist auch tot und ich weiß, dass der Verletzte aus der Richtung kam. Mac. Das heißt, wir haben jetzt doch alle vier getötet. Oh, das ist makaber. Ich meine, andererseits, der Perk-Entscheidungsschlag kann einem das Spiel total ruinieren. Und ich weiß nicht, niemand in dem Tod kann man wenigstens vorbeugen. Viermal Entscheidungsschlag eher nicht. Naja, das hat mir jetzt schön den Sieg nochmal geholt. Vor allem der Überraschungsmoment war voll auf meiner Seite. Ich habe die beiden Überlebenden total aus der Kalten erwischt, die den Generator gemacht haben. Ja, und dann ging es nur noch zack, zack, zack. Der Bill hat das Tor aufgemacht, aber mehr hat er dann auch nicht mehr geschafft. Gnadenloser Killer. Wundervoll. So. Die haben aber trotzdem ganz gut gespielt. Ich meine, hätte ich jetzt keinen Niemand in dem Tod gehabt, dann hätte ich vielleicht nur noch ein oder zwei bekommen. Und viermal schillernd. Wundervoll. Gab wieder reichlich Punkte. So,
Das waren unsere Gegner. Die Taschenlampe, die er hatte, war gar nicht mal so gut, ne? Ja, die Totem-Spawns, weil er meint, even a great Totem-Placement. Die Totem-Spawns wurden mit Patch 2.00, also mit dem Release des Clown-Kapitels, auch ein bisschen verbessert. Dadurch haben sie vielleicht am Anfang nicht so schnell meinen Ruin gefunden. Ich meine, sie haben es trotzdem schnell gefunden, aber ich konnte wenigstens vorher ein bisschen was reißen. Ja, blutige Partyluftschlangen. Ach, was Feines. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!